meiner Arbeit, die ich jetzt im Winter geschrieben habe. Ich heiße Marco Juschka, bin 44 Jahre alt und studiere hier Strukturmanagement jetzt im Abschlusssemester. Und in der Bachelorarbeit hatte ich das Thema, jetzt fehlt es leider hier, aber ich stelle es kurz vor, das heißt Perfect Forward Secrecy mit dem Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschverfahren. Es klingt etwas komplex und gerade das Thema Perfect Forward Secrecy war mir bis dato auch jetzt noch nicht so bekannt. Es geht in der Hauptsache darum, hier eine Verschlüsselungseigenschaft zu nutzen, zu haben, die folgenlos ist. Das heißt, der Schlüssel existiert später nicht und kann auch nicht kompromittiert werden. Ja, zur Einleitung ein paar Worte. Es geht erstmal um sichere Kommunikation im Internet. Das ist das Hauptthema. Und wie zu sehen ist, in den Protokollen, sei es HTTPS, SSH, SFTP oder wie auch SPOP3, SIMAP und so weiter, ist das S immer stehend für den Secure-Bereich, für den Sicherheitsbereich. Und es geht darum, dass der Datenaustausch halt im Internet zwischen den Rechnern gewisse Sicherheitsmerkmale aufweisen kann. Als da wären die Vertraulichkeit, Authentizität, natürlich die Integrität der Daten, die Verschlüsselung der Daten und so weiter. Und hierfür sind gewisse Sachen einfach von notwendig. Das Schlüsselaustauschverfahren, das läuft in der asymmetrischen Kryptographie. Der Mechanismus zum Authentifizieren, dann Verschlüsselungsalgorithmen für den späteren Datentransfer, der symmetrisch abläuft. Und ich hatte jetzt hier auch geschrieben den MAC, aber das ist im Prinzip auch ist doppelt geschrieben, das Authentifizierungsmechanismusgerät, den Message Authentication Code. Im Internet, in der sicheren Kommunikation zwischen Client und Server, ist dafür das Protokoll SSL oder TLS zuständig. Kurz zur Geschichte, das SSL ist aus der Vergangenheit, hat gewisse Stufen durchmacht, kam ursprünglich von der Firma Netscape, die das im Netscape Communicator oder wie er hieß, aufgebaut hat. Und später ist es dann zum TLS-Protokoll übernommen worden und hat auch einen gewissen Standard dort erreicht. Ah ja, doch. Einführend, zwei kurze Zitate, ein Zitat, eine Anweisung, ist jetzt schon knapp 3 Jahre alt. Dort hat das Bundesministerium in Deutschland, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, einiges zum TLS-Protokoll geschrieben, was da anzuwenden ist oder wie das zu verstehen ist auch und in welchen Bereichen es sicherlich von Notwendigkeit ist. Für mich interessant ist dieser Bereich der untere, wo sie eine Empfehlung herausgeben und sagen, das TLS-Protokoll in der Version 1.2 sollte in Kombination mit diesem Perfect Forward Secrecy, abgekürzt PFS, was jetzt im Nachhinein mein Thema der Arbeit gewesen ist, auf jeden Fall ein Mindeststandard sein und es sollte noch durch geeignete Konfigurationen auf jeden Fall ergänzt werden, die die Sicherheit dort erhöhen. Die Motivation, die Idee zu der Arbeit oder eigentlich das Thema vom PFS ein bisschen hervorzuheben und auszuarbeiten, was ist PFS eigentlich, was macht das und was ist das Besondere an Perfect Forward Secrecy? Die Motivation ist, dass, was PFS ausmacht, nämlich, dass selbst bei einer späteren Kompromittierung vom Server, vom Client, wo dann Schlüssel, die dort als private Schlüssel gelagert sind, in falsche Hände geraten, es absolut unmöglich machen, einen aufgezeichneten Datentransfer, der also im SSL-Verkehr aufgezeichnet wurde, den im Nachhinein zu entschlüsseln. Und das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt für das Perfect Forward Secrecy. Das heißt, bisherige Gang und Gäbe war, man hat eventuell einen verschlüsselten Datenverkehr aufgezeichnet und hat sich überlegt, wenn später mal mir der private Schlüssel in die Hände fällt, kann ich somit die Möglichkeit haben, diesen Datenverkehr zu entschlüsseln. Und das ist genau der Clou von PFS. Das macht das unmöglich, da in diesem Fall bei PFS regelmäßig pro Session ein Schlüssel generiert wird, also im Handshake-Verfahren, in der Vorstellung, dass der Server und der Client sich anfangen zu kommunizieren, wird jeweils ein Schlüssel generiert, der aber nur temporär ist, der später nach dieser Session, wenn sie beendet ist, verworfen wird. Das heißt, wird ständig ein neuer Schlüssel generiert, fertig die Session, weggeworfen und so weiter und so weiter. Das ist der Clou. Deswegen, also deutsch übersetzt, ist es perfekt vorwärtsgerichtete Sicherheit. Das Ziel meiner Arbeit unter den Untersuchungen war in der Hauptsache einmal von den SSL-TLS-Protokollen, welche Chiffren unterstützen diese Eigenschaft, Perfect Forward Secrecy, das mal genau zu untersuchen, welche tun das nicht und woran liegt das.
und dann noch ein wenig zu untersuchen, aufzuzeigen, im Client-Bereich, also im Browsern und auch im Server-Bereich, wie muss man das konfigurieren, damit ich PFS garantiere. Dass also, wenn der Client, der Browser sich verbindet zu einem, ich sage mal, Webserver, wie kann ich sicherstellen, von Serverseite aus auch, dass sicher dieses PFS als Eigenschaft in den Ziffern, in den Chiffren vorhanden ist. Also, um auf den Punkt zu bringen, die Forschungsfrage stellt sich nach der Feststellung dieser Eigenschaft PFS. Und das dann halt auch, wie zu konfigurieren ist, damit das garantiert ist. Ein wenig vorweg waren natürlich Grundlagen zu legen, ein bisschen theoretische Sachen. Das TLS-Protokoll, im Speziellen das TLS-Handshake-Protokoll. Wie verbinden sich Client und Server? Dann, wie sieht so eine Cipher Suite aus vom OpenSSL? Was bietet TLS dort für Cipher Suites an? Und wo drin erkennt man hier die Eigenschaft des Perfect Format Secrecy? Dann, was nicht unwichtig ist, das Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschverfahren, was eigentlich die Möglichkeit überhaupt für Perfect Format Secrecy bietet. Und dann das Thema selber, was ist Perfect Format Secrecy? Zum Ersten, dieses Transport Layer Security, wie ich eben sagte, ist eigentlich im Prinzip der Nachfolger und eine Erweiterung, eine Verbesserung vom SSL-Protokoll, vom ehemaligen SSL-Protokoll. Es liegt in der Transportschicht, TCP über, versucht nach oben hin zu den Anwendungsprotokollen diese Sicherheitseigenschaften zu gewährleisten und ist, wie ich es hier geschrieben habe, in der RFC 5246 definiert. Das ist auch schon einige Jahre her. Es gibt im Augenblick einen Entwurf für 1.3, aber die Version 1.2 ist schon also wirklich sehr modular aufgebaut. Man kann dort sowohl in TLS Handshake als auch in diesen ALAT-Protokollen und im Record-Protokoll dort einiges nutzen von Features und Möglichkeiten. Ich mal kurz skizziert, so ein TLS Handshake, wie das ausschaut. Der Client und der Server versuchen sich zu verbinden, melden sich jeweils mit Hello, dann gibt es das Austausch der Zertifikate und dann wird dieses Client Key Exchange angewandt. In diesem Bereich ist es eigentlich hauptsächlich interessant, da werden wir uns beschäftigen, welche Schlüssel werden wie ausgetauscht, wie vereinbart man sich auf einen Schlüssel. Und wenn das gelaufen ist, beginnt im Prinzip nach den Cipher Specs das Finished und danach beginnt der normale Datentransfer, der dann verschlüsselt läuft. Erstmal als Beispiel eine solche Cipher Suite oder ein Cipher Suite Namen. Also wenn man von OpenSSL sich anschaut, was OpenSSL für Cipher Suites bietet, hat man dort eine ganze Latte an Möglichkeiten auszuwählen. Und im TLS-Bereich gibt es halt dieses Präfix mit TLS und dann kommen verschiedene Kennziffern, Zeichen, um Verfahren, Schlüsselaustauschverfahren und Authentifizierungsverfahren zu dokumentieren. Einmal hier der Bereich, das ECDHE, darauf gehe ich nachher noch später ein. Das ist in diesem Fall das Schlüsselaustauschverfahren und beinhaltet den Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral. Das klingt jetzt ein bisschen komplex, aber ich versuche das nachher ein bisschen deutlich zu erklären. Dann kommt der Authentifizierungsalgorithmus, dann kommt später das Chiffre, mit dem die Datenverschlüsselung läuft, in welcher Stärke, 128 Bit, und auch zum Schluss ein MAC, dieser Message Authentication Code, mit dem quasi die Authentifizierung läuft zwischen Server und Client. Jetzt einmal zum Thema Diffie-Hellman Schlüsselaustauschverfahren. Das ist 1976 schon von den Kollegen Diffie und Hellman publiziert worden, in der Abhandlung. Es war noch ein dritter Kollege dabei. Und diese Abhandlung ist relativ grundlegend auch gewesen für Prinzipien in der asymmetrischen Kryptographie. Und wie Sie sehen, das ist ja schon einige Jahrzehnte her. Und dennoch hat dieses Verfahren bis heute hin sich durchgehalten. Es ist auch zum Beispiel im SSH-Protokoll enthalten, in verschiedenen anderen Protokollen, überall wo Secure vorweg ein Key Exchangement, ein Schlüsselvereinbarungsverfahren ist, ist auch Diffie-Hellman mit dabei. Das Diffie-Hellman-Verfahren macht sich zunutze eine mathematische Besonderheit. Das nennt sich das diskrete Logarithmusproblem. Im Prinzip, ganz kurz gesagt, es ist sehr einfach, exponentiell was zusammenzurechnen. A hoch B, in diesem Fall auch noch dann Modulus irgendwas. Die Rückkehrung, die Umkehrung, um auf die Basis wiederzukommen, das nennt sich das diskrete Logarithmusproblem. Das ist relativ schwer zu lösen und ist mit sehr hohem Rechenaufwand verbunden. Und dieses, sozusagen Einwegfunktion oder diese Falltür,
macht sie das Verfahren zunutze, dass man mit Zahlenpaaren sehr gut in die eine Richtung rechnen kann, sehr einfach, aber sehr schwierig zurückrechnen kann. Und somit können sich die zwei Kommunikationspartner mittels dieses Verfahrens auf einen Schlüssel einigen, der dann später den Datentransfer verschlüsselt. Aber jemand, der das mitlauscht, kann aus diesen Zahlenpaaren nicht den Schlüssel zurückrechnen. Entschuldigung, das ist jetzt natürlich etwas klein geraten aus dem Paper von der Arbeit. Hier einmal ein Rechenbeispiel, wie Alice und Bob quasi sich diesen geheimen Schlüssel K, auf der einen Seite ist es der K1, auf der anderen Seite K2, sind immer beide gleich. Ich rechne das jetzt nicht mathematisch vor. Wichtig ist zu wissen, das ist hier einmal beispielhaft gemacht mit kleinen Zahlen. In der Realität werden natürlich wesentlich größere Zahlen genommen. Hunderte, eventuell auch tausende Stellen. Hier eine kurze Erklärung, wie das mathematisch abläuft. Da kann ich hier kurz einwerfen. Was wir vorhin gesehen haben in der Cypher Suite, da stand der ECDHE. Das ist der Elliptic Curve Diffie-Hellman. Da basiert dann diese Berechnung von diesem Schlüssel auf Zahlen in den elliptischen Kurven. Also man nimmt andere mathematische Körper oder mathematische Zahlenkörper zugrunde. Soweit zum Diffie-Hellman-Verfahren. Ja, wie die beiden Kommunikationspartner Alice und Bob sich dort einen Schlüssel vereinbaren. Die Sache ist eigentlich, oder der Clou ist schon relativ alt, aber wichtig ist, man vereinbart einen Schlüssel über das Diffie-Hellman-Verfahren, braucht aber nicht diesen Schlüssel über die Leitung schicken. Ja? Und jetzt kommen wir gleich mit einer Verbindung, wie das mit Perfect Foreign Secrecy gut funktioniert, dass quasi dieser Schlüssel, wenn er neu berechnet wird, sozusagen ein flüchtiger Schlüssel ist. Das PFS, das Perfect Foreign Secrecy, ist eine Eigenschaft dieses Schlüsselaustauschprotokolls, bei der, wie ich vorhin schon sagte, ein kompromittierter Sitzungsschlüssel von einer bestimmten Sitzung nachher nicht mehr ermöglicht, dass alte aufgezeichnete Sitzungen, Datentransfers, rekonstruiert werden können, entziffert werden können. Und hier kommen wir auf diesen Zusatz des Ephemeral, das auf Deutsch flüchtig heißt. Wenn das Diffie-Hellman mit dem Zusatz E im Protokoll erscheint, also in der Cypher Suite, dann bedeutet es, dass das Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschverfahren ein flüchtiges ist. Das heißt, die Schlüssel werden erzeugt für die Session, nach Beendigung der Session oder auch schon während der Session werden die Schlüssel verworfen und neu berechnet. Das ist zum Beispiel so der Unterschied, man kennt die Begriffe Forward Secrecy und Perfect Forward Secrecy. Beim Perfect Forward Secrecy ist es wirklich so, dass in regelmäßigen Abständen die Schlüssel verworfen und neu generiert werden. Das ist auch nicht ohne, weil mal ungefähr darzustellen, bei der asymmetrischen Kryptographie ist der Rechenaufwand bei so hohen Zahlen ungefähr ein Tausendfaches von dem, was bei der symmetrischen Kryptographie ein Rechenaufwand ist. Das heißt, so eine Berechnung eines Keys dauert eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, wer das zum Beispiel beim SSH zu Anfang sich einen Schlüssel berechnet für die Kommunikation. Das dauert einige Sekunden, je nach Rechenleistung, bis dann der Schlüssel wirklich generiert ist. Man hat aber festgestellt, dass bei den Elliptic Curve Diffie-Hellman Schlüsselberechnungen das doch relativ schnell geht. Nochmal das Wort der Folgenlosigkeit, was hier zu erwähnen ist. Das ist also Perfect Forward Secrecy. Um das zu beschreiben, könnte man auch das Wort Folgenlosigkeit dafür nennen. Ja? Das ist also quasi der Schlüssel, der für die Session, für die Sitzung genommen wurde, nach kurzem, nach Beenden der Sitzung, wieder verworfen wird und dann nicht mehr existiert. Das heißt, selbst der dann von einem Mithörer, Mitlauscher aufgezeichnete Datenverkehr ist nicht wieder zu entziffern, weil der Schlüssel nicht mehr da ist. Er ist einfach nicht kompromittierbar. Oder um auf eine kurze Formel zu bringen, Diffie-Hellman, das Schlüsselaustauschverfahren, mit dem Zusatz der Flüchtigkeit ergibt das Diffie-Hellman-Ephemeral, was gleichbedeutend oder äquivalent auch wäre zu Perfect Forward Secrecy. Im nächsten Teil, das waren jetzt ein wenig so die Grundlagen dazu, das TLS-Protokoll, Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschverfahren. Im nächsten Teil ging es darum, zu schauen, zu untersuchen, bei den Clients und auch beim Server, welche Konfigurationen sind erstmal möglich oder nötig, um wirklich zu garantieren, dass ich mittels PFS, mittels Perfect Forward Secrecy auch kommuniziere. Und da habe ich mir, jetzt um die Kürze willen, habe ich mir hier den Firefox herausgenommen als Beispiel, den aktuellen Firefox 44. Dort kann man über die Konfigurationsmöglichkeiten einiges schon einstellen.
Interessanterweise, beim Firefox ist es möglich, die TLS-Geschichten, auch die TLS-Cypher konkret zu konfigurieren. Im Gegensatz zum Internet Explorer, der nutzt einfach nur die vom System angegebenen, zur Verfügung gegebenen Cypher-Suites. Das heißt, im Internet Explorer selber hätte ich gar keine Möglichkeit, dort etwas zu manipulieren. Ich bin darauf angewiesen, das im Microsoft Windows-System zu machen. In Firefox habe ich aber über die Config-Möglichkeit einmal die zwei Einstellmöglichkeiten Security TLS Version Minimum und könnte hier zum Beispiel sagen, mein Minimum ist nicht mehr die alte SSL-Version, was hier mit der Ziffer 0 wäre, sondern ich schraube das einfach hoch und sage, meine minimale TLS-Version, die ich akzeptiere als Client, ist zum Beispiel TLS 1.2. Ist im Augenblick auch die maximale. Hier kann man an dieser Stelle das konfigurieren, um zu sicher sein, dass man nicht noch ältere SSL Version 2, Version 3 Protokolle mit nimmt, wenn man auf verschiedene Server surft. Um dann die Eigenschaft Perfect Forward Secrecy wirklich zu 100% im Browser, im Client zu garantieren, kann man noch zusätzlich händisch, auch in der Konfiguration, einiges vornehmen. Zum Beispiel, dass ich sage, alle Ephemeral-Chiffren, ja, oder alle Nicht-Ephemeral-Chiffren, wo ich nicht das E habe, das DHE, setze ich auf False. Und später noch setze ich TLS 1.2 auf die Version Minimum, wie ich eben schon sagte. Das ist aber, ich habe das jetzt hier nicht alles runtergeschrieben. Das ist, man könnte sich also in der Konfiguration des Firefox wirklich anschauen. Zum Beispiel hier sehe ich unten den letzten Zeile Security SSL 3, ECDH, RS und so weiter wird auf False gesetzt. Das ist kein ECDHE, kein Ephemeral. Also habe ich mit diesem Cipher habe ich garantiert keine Perfect Forward Secrets. Dafür aber oben zum Beispiel im SSL 3 DHE, wo bin ich? Das ist, nehmen wir die nächste Seite, das ist aber schon besser. ECDHE und so weiter. Ah, oben. Oben der erste, zweite. Ja? Dort habe ich ein ECDHE und habe auch entsprechend ja, auf True gesetzt mit SAA 276. Und zuletzt dann noch den SSL TLS Version Minimum auf 3, also auf die TLS 1.2 Version. Das ist aber dennoch etwas, na, nur händisches. Es gibt auch Plugins dafür, die das bewerkstelligen. Es war die Frage für mich, kann man das überhaupt so machen? Kann man den Browser so weit konfigurieren, dass er zu 100% diese Cipher mit Eigenschaft Perfect Forward Secrecy garantiert? Im nächsten Schritt bin ich dann auf den Server gegangen, habe geschaut, wie muss ich den Server konfigurieren, damit ich dort auch 100%ig Perfect Forward Secrecy garantieren kann. Dann habe ich erstmal einen klassischen Apache-Server aufgesetzt, dann ein SSL dazu geschaltet über Virtual Host, dass die SSL-Engine on ist, Zertifikat-File liegt auf dem Server und so weiter, der Key auch, also ein Standard HTTPS Apache-Webserver über den Port 443 erreichbar. Um dann, wie gesagt, die Konfiguration PFS-tauglich oder auch zu garantieren, müssen einige Sachen noch hinzugefügt werden. In der Hauptsache ist es die untere Zeile mit den Cypher-Suites, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber zum anderen auch, dass ich sage, ich schalte ältere Protokolle aus, wie das SSL V2 oder V3 Protokoll. Zum anderen nehme ich die Kompression raus. Das steht auch in der Apache Web Server Anleitung, dass man die wegschalten sollte. Das Honor Cypher Order auf On heißt, dass der Apache Web Server immer den optimalen, den stärkeren Cypher anwählt, die stärkere Verschlüsselung wählt, also die Ordnung behält. Und dann das etwas sehr kryptische aussehende SSL Cypher Suite. Hier sind dann auch Bezeichnungen, die von der OpenSSL Cypher Bezeichnung herkommen. Da sind die etwas verdreht, aber im Prinzip kann ich die kurz darstellen. Zuerst würde angesagt KECEECDH. Hier ist zum Beispiel das E für das Ephemeral, ist nicht als Ende gesetzt, sondern an den Anfang gesetzt worden. Aber es bedeutet trotzdem, dass ich einen Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman Schlüsselaustausch bevorzuge. Weil, um nochmal zurückzugehen, in der SSL Cypher Suite ist KEECDHE, CDH und der ECDSA als erste genannt worden. Das heißt, die sind auf jeden Fall zu bevorzugen. Und so weiter. Dann ist im nächsten Fall, dass einzeln benannt werden, dann die zwei Ephemeral Schlüsselaustauschalgorithmen, der Elliptic Curve Diffie-Hellman und der Ephemeral Diffie-Hellman. Und so weiter. Versuche ich noch verschiedene andere Sachen auszuschalten, also dass ich nicht die Null nehme, die ohne Authentifizierung sind, dass ich nicht nehme, wenn keine Verschlüsselung dabei ist und so weiter, sodass ich, um nochmal zurückzugehen,
durch diese SSL-Cypher-Suite-Angabe sage, ich möchte auf jeden Fall einen Female Diffie-Hellman haben, also einen, der Perfect Forward Secrecy macht, und dann entsprechend die anderen wegschalte, die jetzt zum Beispiel schwächer sind, hinten die Lows nicht, die 3DS auch nicht, keine MD5 und keine schon vorweg programmierte etc. etc. In der Hauptsache ist es so, ich möchte die Female Diffie-Hellman haben. Wenn ich den Apache Webserver so konfiguriere, habe ich auch die Möglichkeit, das war auch ein Teil meiner Arbeit, da anzufragen an den so konfigurierten Webserver, welche konkrete Cypher-Suite, welchen konkreten Cypher wird denn jetzt verhandelt, wenn ich als Browser auf den Server draufgehe. Und das habe ich mittels OpenSSL gemacht. Da gibt es die Befehlsreihe, dass ich mit dem S-Client, das heißt, ich simuliere einen Client und sage, ich möchte an den Server mit Port 443, nutze den Cypher und habe die Protokollversion. Und mit diesem Skript bin ich an den Server rangegangen, an den Apache Web Server, und habe abgefragt, zu welchem Protokoll welche Cypher angegeben oder zurückgegeben wird in dem Handshake, was wir vorhin hatten. Der Client fragt Hallo Server, der Server sagt Hallo Client, und dann wird ein Key Exchange ausgehandelt. Und hier habe ich auch nur einen Ausschnitt von den Ergebnissen dargegeben. Auf jeden Fall ist wichtig zu sehen, dass alles, was der Server zurückgibt als akzeptierte Cypher, immer ein DHE hat. Das heißt, eine Elliptic Curve oder der Standard Diffie-Hellman haben alle das E mit drin, das heißt die Female flüchtig, und somit ist Perfect Forward Secrecy garantiert. No. Ich versuche das kurz zusammenzufassen, was die Untersuchung ergeben hat oder was auch ein Ergebnis der Arbeit dann war, dass diese Folgenlosigkeit, das Merkmal von Perfect Forward Secrecy, diese Nicht-Kompromittierbarkeit, eigentlich das herausragende Merkmal dieser Eigenschaft ist. Was ich zu Anfang sagte, man versucht als Angreifer den Datenverkehr mitzuschneiden und zu sagen, irgendwann komme ich schon mal an den Schlüssel heran, um mir das dann zu entschlüsseln, ist bei Perfect Forward Secrecy unmöglich, da die Schlüssel nur temporär sind, nur flüchtig, verworfen werden nach Ende der Sitzung und dann wieder neue generiert werden. Das heißt, diese Idee des Erstsammelns und später Entschiffrieren ist nicht möglich. Und ein anderes, was sicherlich auch wichtig ist, dass diese Auswahl von Diffie-Hellman Ephemeral aus den TLS-Cypher-Suiten, wie wir eben gesehen haben, als Ergebnis bei der Anfrage mit OpenSSL garantiert ist, und dass dann die regelmäßige Neuerstellung von Sitzungsschlüsseln auch im Rahmen dieses TLS-Handshakes passiert. Ich denke, dass der Einsatz dieser Schlüsseleigenschaft sicherlich nicht schwierig ist, ist mit relativ geringem Aufwand, kleinseitig gut, ich hatte vorhin vorgeführt, was man dort einzustellen hat. Das kann man auch sicherlich über geschickte Plugins sich machen lassen. Serverseitig muss das der Administrator dann machen. Aber es ist kein komplizierter Aufwand, das so einzustellen und damit auch sicher zu sein, dass der, sag ich mal von Serverseite aus, wenn ich den Server administriere und ich habe einen SSL-Server, möchte ich auch sicher gehen, dass er erstens nicht angreifbar ist und wenn dann auch noch die Anforderung steht, Perfect Forward Secrecy, dass ich dann mit ein paar Konfigurationsschritten das auch wirklich garantieren kann. Kurz als Nachtrag noch oder als eine Sache, zwei Seiten habe ich während der Arbeit sehr häufig genutzt. Einmal die BetterCrypto.org. Dort gibt es Handout, ein Paper, ein schönes PDF-Dokument, wo auch unter anderem Konfigurationen für verschiedene Server, nicht nur für Webserver, auch für Mail-Server sind, wie man sie auf Perfect Forward Secrecy auch konfigurieren kann. Nebst dem ist auch viel Theoretisches dort mit in dem Papier. Dann die Seite ssllabs.com ist von Qualilabs. Dort kann man sehr gut seinen eigenen Client, Browser testen, zum Beispiel auf Lücken, auf Angriffbarkeit. Und man kann auch dort Serveradressen angeben und kriegt dort sehr gute Reports über den Status des Servers, was er leisten kann, welche Protokolle er akzeptiert, welche Chiffren, welche Cypher-Suites quasi zwischen Server und Client kommuniziert werden. Noch jetzt aus aktuellem Anlass ein kleiner Nachtrag noch, jetzt rückblickend auf das Thema, was ich gesagt habe. Ich hatte jetzt die Tage, als ich das zusammengetragen habe, kurz nochmal von SSL Labs bin ich auf die Seite Trustworthy Internet gekommen, auf die SSL Pulse. Dort ist quasi ein monatlicher Bericht über nach Umfragen, Server, welche Sicherheit bietet der Server, welche Angriffbarkeit etc. Und die Untersuchung jetzt in diesem Fall haben sie 140.000 Seiten untersucht
Und das Ergebnis war jetzt im Mai, dass 43,1% secure sind. Und wenn man mit der Maus rübergeht, dann hätten wir das nächste Bild, wo dann heißt, dass ja das Pendant 56, so viel Prozent doch nicht adäquat sicher sind, muss man so zu sagen. Und von den 140.000 untersuchten Sites ist das noch eine relativ hohe Zahl. Ich habe da mal nur kurz untergeschrieben, als Fazit würde ich den Administratoren dann raten, doch einfach mal das SSL V2 abzuschalten. Das ist ja eine Zeile sozusagen, SSL V2 nicht akzeptiert unter den Protokollen und schon ist man dort sicherlich einen Schritt weiter. Einfach auch um die entsprechenden Angriffbarkeiten, heißen sie Beast oder Logjam oder Pudel, die verschiedenen Attacken, die möglich sind, basieren vielfach auf Lücken, auf Fehlern, die in den alten Protokollen noch gewesen sind. Ja, soweit mein Vortrag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe noch für Fragen. Bitte schön, wenn Sie Fragen haben. Sie haben gesagt, SSL V2 abschalten, das mit TLS 1.0 oder TLS 1.1. Also in der Folge ist das SSL V3 quasi gleichbedeutend mit dem TLS 1.0. Als das von Netscape übernommen wurde und man hat das dann in die, das heißt nicht NIST, das ist eine andere Organisation, die das dann verwaltet und auch sagt, wir regulieren das ordentlich. Was sollte man dann auch abschalten? Ja, ich sag mal so, wenn von der Browserseite aus betrachtet, wenn man dort auf dem aktuellen Stand ist und ich nicht mit dem Firefox 25 oder so browse, sollte das eigentlich kein Problem sein, auch das SSL V3 wegzunehmen. Wobei SSL V3 ist dem TLS 1.0 gleich, ja. Müsste man schauen, das wäre halt auch interessant dann zu untersuchen, wenn man das entsprechend abschaltet und sich den Server dann bei SSL Labs untersuchen lässt auf Angreifbarkeiten etc. Ja. Aber ich denke, Kunden oder Personen, die ihre Browser oder Clients aktuell halten, die meisten sollten das tun, allein schon wegen der Angreifbarkeiten, dürften kein Problem haben damit. Also ich habe jetzt nach dieser Arbeit bei mir dieses Mal durchgeführt und habe wirklich nur Perfect Forward Secrecy aktiviert. Interessanterweise bin ich auf mehreren Webseiten, die eigentlich sich über Sicherheit, Blogs und so weiter austauschen, darauf gekommen, dass sie gesagt haben, wir akzeptieren dieses minimale Cipher-Angebot nicht, bitte schalten Sie das um. Ja? Aber sonst, auf den meisten Seiten lässt sich das durchaus, man muss ja auch so sagen, was vielleicht vor 15 oder 20 Jahren noch mit HTTP so war, ja? Und HTTPS war eine Sonderstellung. Jetzt langsam kehrt sich das ja um. HTTP an sich, das Klartextprotokoll, stimmt ja mehr oder weniger aus und an die Stelle kommt HTTPS. Aber um kurz auf die Frage zu antworten, ich denke, das sollte kein Problem sein. TLS 1.1, TLS 1.2 und vielleicht auch in Kürze das 1.3er Protokoll. Also Clients, die ihre Browser, also Leute, die ihre Browser aktuell halten, dürften da keine Probleme mit haben. Noch weitere Fragen? Sie haben eine Frage, wie viele Leute das nutzen, wie viele Sites noch sicher sind, vorweggenommen. Ja, so. Insofern habe ich jetzt keine Frage mehr. Entschuldigung, soll ich mal zurück? Nein, das passt schon. Ja. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag.